So Leute, weiter geht's mit Gebrüll, mit Shadow of Chernobyl. Warum auch immer, mir ist gerade hier, hat sich mir gerade der Stream kurz für ein paar Sekunden zurückgesetzt und keine Ahnung, ist auch egal. Ach, guck mal an, was sieht denn mein blaues Äugelein hier? Hahaha. Ein Dingsanzug. So, und war der jetzt? Weiser 15? 15, 15. Ach nee, das war der Orange. Nee, das ist der Orange, der ist schlechter wie meiner. Der ist schlechter wie meiner. Nee, da behalte ich nur meinen an. Der ist besser. Das ist der Wissenschaftsanzug. Ich brauche den anderen. So, ich überlege gerade, wo ging es denn eigentlich hier hin? Könntest du mal positionieren, Karl Otto, hier? Hier ging's. Ein unbekannter Söldner, oder was ist hier los? Das bin ich. So. Ach, so ein Dings, zum Militärlager. Und hier geht's ins Wildgebiet. Na gut, da will ich im Prinzip ja auch sowieso rein. Aber das Problem ist halt, ja, das ist ziemlich anstrengend. Auf jeden Fall kriege ich hier für die TAS das Ding hier, das Zielfernrohr. Und das wird Zeit. So. Wenn ich kann diese Kackknarre hier langsam nicht mehr sehen. Wie ging das, ging doch hier gleich irgendwo los, oder? Das Geballer. Oder? Oh ja. Erledigt ihn. Zum Erledigen gehören aber nur zwei, ihr Arschlöcher. Einer, der erledigt und einer, der erledigen lässt. Und wie sieht's aus mit Erledigen, ihr Vögel? Ist da noch einer? Sag mal, die Mistfore. Ungehöriges Miststück. Und aber nicht Warzenschwein hier. So, zwei haben wir hier noch. Ja. Ihr wollt doch auch gleich totes Schwein spielen. Och. Was war mit erledigen, hä? Kollege. Ja. Das ist sogar erstmal in Ruhe ein Brot, ja. Naja, keine Angst, bist gleich dran. Du bist ein kleines Schweinchen. Und? Oh. So, würdest du bitte mal sterben? Oh. Hör dich kümmern. Ach, die hatten noch keine TAS. Die hatten noch keine TAS. Die hatten nur AKs. Wo habt ihr eure Waffen hingeschmissen, ihr Arschlöcher? Hier liegt sie. Da ist noch eine, oder? Bin ich bescheuert. Nichts drin. Na gut, kramen wir uns mal das restliche Pack. Da hat auch keine gehabt mit Dings hier. So. Ach, hier kommen sie jetzt gleich, die solchen Vögel.
Frau. Moment mal, ich will erstmal hier runter. Oh, Scheiße. Na komm, geh das Sporn doch mal weg, dass ich was sehe hier. So, nichts da. So, wo war jetzt die Kiste? Ach, da hinten. Moment. So, kriegst du hier mal F6. Y und... Ja, bitte nicht ansaugen hier. Nicht ansaugen hier. Ah. Dafür hat sich mal hat es trotzdem gelohnt. So. Aber Munition war ja nicht runtergefallen, oder? Wo ich die Dings zerschossen habe, die Kiste. Ja. So. Mann. Jetzt mal hier raus. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt schon eine THS mit Zielfernrohr, aber nee, da muss ich erst diese Idioten da vorne abknallen. Ach so, hier, oh, entladen kann ich die gleich, nee. Ach, warum ist die eine? Das gerade mache. So. So. Okay. Ein Stalker nähert sich eurer Position. Sieht so aus, als hätte er all unsere Scharfschütze niedergeschossen. Pass auf! Ach, da oben ist er. Fuck. Das muss auch der Fakt auf, kurz die Türken. Auch kein Zielfernrohr, ich werde zum Schwein, Mann. Ne? Gib mir doch mal ein Zielfernrohr hier. Oder THS. Schießjacke hauen. Wo ist denn deine Waffe hin? Ach, da oben. Ich habe doch gesehen, wie du die Waffe runtergeschmissen hast. Und da oben. Wo sind die hingefallen? Ofen rein? Nö, ich seh's nicht. Hände vielleicht? Also ich habe sie definitiv runterfallen sehen. Und jetzt ist sie nicht da. Könnte die Motten kriechen. So. Ich könnte die Motten kriechen, dass die Waffe nicht da ist. Jedes Mal löst sich diese Waffe hier in Luft auf. Sonst bleibt sie gerne mal oben liegen, da kann ich sie noch verstehen. Aber auch wenn sie runterfällt, liegt sie nicht da. Was hast du mit der Waffe gemacht? Kriegst du vielleicht drauf oder was? Hier. Nee, da liegt nicht drauf. Na gut, dann.
muss ich halt noch mal mit weiter mit der hier rumballern. Wie war das jetzt hier hinten lang, war das doch, gell? Oder? Ja, drücken wir auch mal F6. Oh yeah. Ich habe es gerade bei ihm hier unter Dings gesehen. Lange nicht mehr gemacht hier. Mist, so verdammte. Na? Wo steckst du dich, kleines Schweinchen? Aber verdammte, komm raus. Dass ich auch schießen kann. Da müsst vorhin. Na gut, ich mache hier hinten lang. Ich weiß noch, dass das halbwegs heikel war hier, die Ecke. Was hast denn du von der Waffe? Auch nur eine Dings. Scheiße, klemmt die Waffe. Auch keine mit Zielfernrohr. Ich glaube, ich kriege die Krise. Was hast du geworden? Schönes Wetter oder was? Zwei sehe ich ja noch offen hat. Ich muss erstmal die Leichen plündern und da öffnen. Das ist eher noch von denen. Hier los, was hast du hier mit? Können die Motten kriechen? Ah ne, ich hab gedacht, der hat eine mit Zielfernrohr. Wo ist da eine noch hier denn? Wo bist du, die kleine Schweinchen? Wo versteckst du dich, du Mistvogel? Da rennt hier irgendwo im Kreis rum, der Sauwachs. Irgendwo steckt sich das kleine Schweinchen hier. Ist das blöd gemacht. So, den hat's erledigt. Oh, die Gatling kann ich wohl vermutlich nicht aufheben. Du hast du deine Waffe? Auch nicht, na prickelt. Wollen wir noch eher noch hier hinten aus dem Tour? Nee, da muss noch vorne gerannt sein. Die haben wir hier alle. War keine mit Zielfernrohr dabei, oder? Nicht, dass wir hier nochmal. Ne, waren alle ohne Zielfernrohr. Oh, sonst habe ich immer hier vorne das Zielfernrohr gleich gekriegt. Na, ich könnte kotzen wie eine Fuhre Mist, gell? Ordner hier oben hatte ich den hier oben, die habe ich auch schon, genau, da hat er mit Raketenwerfer. So, der hier gar nichts. Da ist auch nichts drin. Was sind das hier vorne? Da liegt denn hier vorne.
Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu früh zu dem Dings hinkomme. Sonst geht es nämlich gleich los hier aus Theater. Auch keine Waffe. Dieses Chefchen hier, der sich hier hinter der Mauer versteckt. Ja, da hat der IL-86. So, wie war das jetzt hier? War ja auch ein bisschen tricky, gell? Was machst du denn? Was springst du denn nicht? Ach nee, warum war das nicht hier drin? Hier war es doch. Was? Was fitschelt denn hier rum? Der hat den schwarzen Drachen und ich habe auch gerade noch einen gefunden. Ich nehme mal alle Bäder. Warte mal, hier hinten war doch noch irgendwas. Wie war das? Ne, warte mal, hä? Ach, ist das oben oder was? Sieht mal aus, wenn das oben ist. Dann müssen wir noch das Schweinchen hier krallen. Na, leck mich doch am Arsch, Mann. Kann wohl nicht wahr sein. Na, halt mal ein bisschen. Halt, was war das jetzt? Ich wollte den Verband nehmen. So. Man muss immer noch hier oben rumsteigen, da vorne. Wo bist denn du, Kasper? Fackgänger hier. Und wo ist diese Versteckkoordinate? Die muss. Ach, hier. Na, geh auf. So, und da hinten muss auch noch eine sein. Wie komme ich da hin? Ich bin so richtig angepisst, dass ich das Ding nicht gefunden habe hier. Ach, hier drin irgendwo. Hier, im Schrank, glaube ich. Ne? Ach, da unten. Schrank zu. Da jammert die ganze Zeit rum wegen seiner Schrotflinte, die liegt glaube ich hier oben drauf, aber du musst auch den Auftrag annehmen. Ich will noch mal zurück. Es kann doch nicht sein, dass die Waffe nicht da ist. Die laufen uns ja nicht weg, die Brüder. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt hat die Arschlöcher immer einen Zielferner mitgehabt für mich, für die Dings hier. Wo soll die hin? Ich habe sie genau, ich habe genau gesehen, ich habe den abgeschossen und da ist dann nach unten gefallen. Ist die auf dem Dach oben oder was? Nee, das kann doch nicht sein. Und da ist die nach unten gefallen. Hat sie fallen lassen und erst hinterher geburzelt. Ich habe es genau gesehen. Aber sie ist nicht da. Hat sich während dem Flur in Luft aufgelöst. Hier oben liegt sie auch nicht. Ach, da ist. Ach, das war auch bloß ein AK. Na toll. Na toll.
Na gut, müssen wir mal halt sehen, dass wir woanders her, aber das muss man anders herkriegen. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Aber ich habe ja jetzt, ich hab jetzt einiges an Dings hier. Welche ist denn hier besser? Die oder die? Ja, da entladen wir mal die hier. So, ne. Hatte ich die schon entladen alle? Nee, die haben sie noch nicht entladen. Sie können, ja. So. Und als Pistole nehmen wir jetzt mal. Ne, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Wo ist die, 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 die umgearbeitet wurde, um Gewehrkugeln zu verwenden. Ach so. Ja. Im Nahkampf eine echte Tötungsmaschine. Ja. SCP 45. Ne, dann nehme ich mal lieber die mit den e die SCP. Haben wir da noch andere Waffen auch? Ne, Hütterschock haben wir noch nicht. Na gut, dann muss ich halt. Ach so, nee, ich wollte. Haben wir jetzt hier? Ja, 220 Schuss. Ja, ich würde halt lieber ach, mit der Dings schießen hier. Ach, komm, ich wieder nicht durch, Mann. Das hier. Mit der THS. Ich mag halt die THS lieber. Meine Lieblingswaffe im Spiel. Egal. Wo ist denn immer noch der zweite hier? Da fehlt immer noch der zweite Vogel. Drunten da rum, der Kasper. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch hier irgendwo sein. Hat er vorne auf mich geschossen, wo ich hier unten drin in diesem Tunnel war. Da hat er doch rumgemotzt. Also muss er doch hier irgendwo rumturnen. Der Mistvogel. Wo hast du dich versteckt, du solchen Hunde hier? Kann nicht wahr sein, gell? Aber jetzt ist er jetzt außerhalb vom Bereich. Warum ich wieder hin sein soll? Ne. Der Seite hier. Oh, da liegt noch einer. Hier von der. Ne, das ist ja dann der Dings hier. Da laufen wir ja nachher lang. Da laufen wir dann da runter. Oder? Ja. Das schon mal ein bisschen vorkleinen. Wo geht denn das nachher lang? Ich weiß gar nicht mehr. Wo das nachher lang ging. Ach, hier lang, glaube ich, ja. Ich glaube, ich sollte vielleicht noch nicht hier sein. Oh, da hat ihn von der Seite. Da hat ihn von der Seite reingehauen. Halt die Esse. TDC Hermes, einen guten Morgen. Ach Scheiße, hab ich jetzt die Dings schon? Nein, ach nein, na gut. Dann hören wir uns halt das Ding jetzt nochmal. Da haben wir ein schönes Geschrei hier. So, her damit. SCP.
So, ja, das Versteck war ja war hier hinten noch was drin? Ne, oder war hier hinten noch was drin? Ich weiß gar nicht. Hab schon wieder vergessen. Nee. Lass ich mich jedes Mal lasse ich mich dazu verleckern, da hinten reinzulatschen. Ja, toll. Man kann nicht mal oben auf dem Ding bleiben, auf dem Auto. Hupf, Frosch, hupf. So. Wizard. Oh, Scheiße, es klemmt die. Oh, das glaube ich doch wohl jetzt. Jetzt klemmt die Waffe. Das glaube ich doch wohl nicht. Die ganze Zeit suche ich diesen Drecksvogel und finde ihn nicht. Und finde den Vogel die ganze Zeit nicht. Und jetzt steht der Vogel auf einmal da und schießt mir in die Seite rein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was jetzt die Desert Eagle mitgenommen? Die modifizierte. Hallo? Ach, da oben ist sie ja. Okay. Hoffentlich stehst du Mistvogel jetzt wieder da oben. Auftrag. Genau das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Es ist da nämlich erschossen worden, der Kuklöff. Von diesen Ehen, der übrig ist, den ich schon die ganze Zeit suche. Also, du musst den erst erschießen. Nein, er schießt den nicht. So, Kuklöff lebt noch, wunderbar. Gib mir deine Muni. Gib mir all dein Gold. Und deine Waffe. So. Und jetzt stellen wir mal hier um, bevor wir da ins Dings hingehen. So. Das war nämlich das Problem. Deswegen wollte ich den. Da will ich doch nicht hin, ich will doch hier hinten hin. Warum hab dich nicht die Mädchen auf dir? Ah. Jetzt muss ich hier in die Tür drinnen. Black Dragon. So. Okay, nochmal den Black Dragon. Den richtigen, nicht diesen umgemotzten. So, jetzt holen wir uns die Leiche da oben noch und dann krallen wir uns die Kunden da oben im Dings drinne. Die hatte ich nämlich total vergessen, dass die ja da oben hängen in diesen Dingsgebäude. Und die haben da garantiert, da hat garantiert einer für mich. Würde T als ein Zielfernrohr. Jetzt habt ihr einen Scheiß da. Warte mal, die muss ich vorher abspeichern. Jetzt habt ihr einen Scheiß da. Denn wir müssen ja sowieso hinten lang rennen. An diesen solchen Vögeln hier vorbei irgendwie. So, drei. Wer ist geboren? Was schießt denn hier schon wieder auf mich, welcher Mistvogel? Ich seh grad keinen. Ist hier direkt einer vor mir? Du Arschloch. Irgendwo, hä? Ach, da hinten versteckt sich das kleine Schwein. Jetzt klemmt die schon wieder, gell? Wo ist er? Wo versteckst du dich, du kleines Schweinchen? Auch keine mit Fernrohr. Na, wo seid ihr?
Wo seid ihr, kleinen Schwein? Ach, da ist auch der kleine Hund. Da wollten wir gerade in die Seite schießen. Da ist schon Mistfuhre. Okay, nichts drin. Auf der Seite, Kollege. Ach, da hinten ist der Schwein. Scheiße, die Scheißsöldner. So, hattest du eins mit dem? Scheiß doch gehabt, Arschloch. Aber alle ohne Zielfernrohr. Ich krieg doch die Krise, gell? Ich krieg doch hier noch die Krise. Sonst hätte ich um die Zeit schon längst das Zielfernrohr gehabt. Und die THS. Keiner mehr da? Aber Gott sei Dank kriege ich so oder so, gell, aber nervt mich natürlich maßlos an. Hier oben eine Kiste, war da auch was drin? Nicht, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Es nervt mich natürlich maßlos an, dass ich das Zielfernrohr noch nicht habe. Oh, Scheiße. Falsche Taste. So. Wie ging das jetzt hier weiter? Keine Angst, Kugelhoff, ich verlasse dich nicht. Oh, Scheiße. Oh yeah, noch gut, dass ich gespeichert habe. Halt esse. Ah, ich hasse diese AK. Die ist so scheiße. Die ist so scheiße. Ach nee. Ach nee. Nochmal. Ah, na gut. Dann halt nochmal das Spielchen. Ich muss öfter speichern. Da war er, Alter. Du kriegst überhaupt nichts, gell? Die ist so scheiße. Die AK. Bist du besser dran, wenn du das Ding am Lauf packst und prügelst auf den Gegner ein. Mann, ist aber Ruhe hier, mein Freund. Die ist so kacke, da bist du wirklich echt besser dran, wenn du auf den Gegner triffst, packst das Ding am Lauf und prügelst auf den Kunden ein, bis er nicht mehr zuckt. So, wo ist der Letzte? Du warst doch hier auch schon vorher, du bist vorher. Wo versteckst du dich, du kleines Schweinchen? Ja, brauchst du gar nicht rumzustehen, du Arsch. So, und diesmal F6-Trick. So. Ja, ich räume lieber gerne vorher schon den Weg ein bisschen frei. Und ich das nochmal hier. Oh, von der Seite. Von der Seite. Na, ich glaub's ja nicht. Also so oft bin ich da noch nie gestorben. Halt. Ja, weil der Krug läuft, der ist so doof. Der Krug läuft, der ist so doof. Da lässt sich nämlich jedes Mal auch schießen, wenn du nicht aufpasst.
Dann fall doch mal um. So, nochmal trickst du Schwein mich das hier nicht aus. Solchen Vorhall. Verdammter. Auch wieder ohne Zielfernrohr. Naja, über kurz oder lang erschieße ich schon noch einen, der Zielfernrohr hat. So, dann ging das. Ging das denn hier weiter? Dann ging das hier weiter. Dann hier. Und dann ging das hier an den Durchgang. Okay. Alles gecleant bis hierher. Hoffentlich spawnen sie jetzt nicht. Wäre kacke. Das wäre kacke mit Kloßbrühe. Aber Schlot, es kommen auch noch welche hinterher, gell? Also das waren jetzt nicht die einzigen. Da kommen uns auch noch solchen Pack hinterher. Habe ich den da oben eigentlich geplündert, die Leiche? Hallo mein Freund, ja, ich hab dich geplündert. Dich habe ich auch geplündert. Dich habe ich glaube noch nicht geplündert. So. Okay, Krugloff. Krugloff. Stalker, ich bitte Sie, wir kamen gerade von Yanda zurück, als die Söldner unseren Helikopter abschossen. Ich habe gehört, dass die nach Informationen suchen, aber ich weiß, dass sie uns töten werden. Helfen Sie mir, zum See zu kommen? Dann werde ich Ihnen alles erzählen, was ich über das Gerät weiß, das Sie Hirnschmelzer nennen. Dem Wirt ist es sicher eine Menge Geld wert. In Ordnung. Nein, versuchen Sie alleine hier rauszukommen. So. Vielen Dank, bla bla bla. Bis dann. Dann lauf mal los, Kolle, du. Ich hab... Was auch immer du sagst, Gezeichneter. Aber du gehst vor und ich folge dir. Ach, ich bin nur ein drittklassiger Kämpfer. Ah, jetzt geht's nämlich los. Kommen sie nämlich schon von hinten, die Junge. Komm, erzähl nicht so viel, wenn du ein drittklassiger Kämpfer bist. Hier ist überall Station Pack. Mir noch, Herr Krugloff. Immer dem Charatan folgen. Oh Scheiße, wo war ich jetzt hier? Doch, hier bin ich richtig. Immer dem Herrn Charatan. Lauf weiter. Ihr hält hier. Wo ist denn dahinter? Blöd hier. Mal wieder sterben gehen. Beeil dich, bevor jemand kommt! So, bleib mal ganz unruhig. Gucken wir erstmal nach Waffen. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Beeil dich, bevor jemand kommt! Ja, bleib noch ganz unruhig. War hier noch irgendwas? Nee, ja. Wo bist denn du, wenn du sonst hier, wo läufst denn du lang, du Trämel? Wo ist er denn? Da vorne rennt er rum. Der Kollege. Und hier kommt keiner mehr. Komm, Kasperle. Sonst erschieße ich dich selbst. Ach, warte mal, hier gab es doch irgendwie ein paar Dings hier, ein paar Zombies. Immer wieder sterben, wir blöden Idioten. Ach so, ne? Ich wollte mal hier was ausprobieren. Okay. Was zum Spiel? Hier was zum Verkaufen. Wo bist denn, Arschloch? Na, Krugloff, was ist denn los mit dir? So, jetzt, wo ist was ist jetzt? Da ist eine Brenneranomalie in dem Tunnel vor uns. Wir sollten uns aufteilen und nacheinander reingehen. Das würde unsere Überlebenschancen erhöhen.
Du gehst zuerst. Ich folge dir, sobald du das Ende des Tunnels erreicht hast. Na ja. Pass auf die Feuerfallen auf. Halte nach ungewöhnlichen Heißen. Scheiße, Feuer. Kack auf Feuer. Oh, mal rechts wir sehen. Ja, und ja. Das müssen sie echt nicht, das kaum zu sehen. Die Tropfen. Ich finde ja schön, wie die sich bewegen, die Tropfen. Ja. Oh, Scheiße. Das ist aufgenommen. Komm her. Ach, Mann. Hör mal auf, mich hier zu rösten. Ich bin doch schließlich kein Steak, Mann. Du kommst her, du blöder Tropfen. Ich stehe nicht. Das ist blöde. Hab ich ihn? Na, ich glaube, ich hab ihn. Da ist doch noch einer. Naja, bin ich nicht. Das kannst du behalten, den Ohr. Du hast ihn wieder bei gehabt, Karl Otto. So. Kommst du gut? Ach, da ist er noch sehr noch. Und jetzt warte ich. Kriegsvieh. Also die Waffe, die werde ich sofort verkaufen. Ich versuche es jetzt nochmal mit der hier, ob die was taugt. Aber wenn die genauso hoch zieht, das ist ja unmöglich. Wo war hier Brot? Ey, bleib noch nur langsam, Karl Otto. Ach, das kannst du vergessen, die Scheißhaus. Dann nehme ich doch lieber meine. Wo waren die anderen hier? Die waren hier, ja. Da spielt immer bitte mit dem Zombie. Oder? Die kannst du hier voll in die Tonne kloppen. Jetzt. Also auf Zombies schießen ist damit ziemlich sinnlos, oder? Banditen kann man mit schießen, aber auf Zombies macht es keinen Spaß. Wo bist du, Kugliff? Mit Kugliff reden. Endlich sind wir in Sicherheit. Danke für deine Hilfe. Ich schulde dir was. Hier, nimm dieses Laufwerk. Das sind die Ergebnisse unserer letzten Expedition. Ohne Zweifel wird der Wirt dich für das Zeug fürstlich bezahlen. Puh, wir haben es in Sicherheit geschafft. Endlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nehmen Sie fürs Erste dieses Laufwerk. Da, das hat er gerade erzählt. Was? Ja, wir sind hier. So. Gezeichnet, wenn Sie unser Mobillabor besuchen, werden wir einen Forschungsanzug geben. Okay. Wir werden sehen. So. Handel ist Wandel. Was hast du gut? Du hast gar nichts. Wenn du zu unserem mobilen Labor in Gantan kommst, kriegst du einen richtigen Wissenschaftler-Anzug. Hab ich schon einen. Wo ist denn dein mobiles Labor in Gantar? Da werde ich jetzt auch hingehen. Muss ich ja auch, wie ich gerade sehe. Diese Black Dragon, die mag ganz gut in Dings sein, hier in den Nachfolger spielen. Gell? Aber hier hast du ja gerade gesehen, das ist ja unerträglich, was die nach oben zieht. Gell? Da brauchst du ja Stunden, um irgendwas zu schießen. Wenn sie wenigstens die richtige, die angemessene Dings dazu, warte mal, ich verschieße doch an diesen Idioten keine gute Munition hier. Eine angemessene Durchschlagskraft denn auch hätte, gell, mit der ACP 45, gell. Aber sie hat ja nicht mal die angemessene Durchschlagskraft. Hier schleicht schon irgendwo ein Zombie rum.
nicht so sehe. Also hier ist einer. Doch, mein Freund, wie sieht's aus? Die werden noch frisch. Ja, scheiße. Lass mich mal dich erschießen. Ich weiß nicht, was mit der Knarre los ist. Seit ich das Zielfernrohr drauf habe, du bist besser dran, wenn du übers Dings schießt. Wenn du übers Fadenkreuz hier den schießt hier. Und deine Flinte, ja, wo ist denn die? Absolut unklar. Absolut unklar. So, noch einer von euch Blödviechern hier. Wo ist denn eigentlich der Kasper? Ist der schon drinne? Huckloff. So. Ach, jetzt kommt das ja immer mit diesem Hallo, Hallo. Da habe ich ja schon die ganze Zeit drauf gewartet. Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Wenn du oben auf dem Dach stehst. Hallo, Hallo. Hallo, Hallo. Kann ich mich jedes Mal weg? Oh, hier sieht es runter. Hier sieht es nach Zombies ohne Ende aus. So, war hier nicht auch irgendwo eigentlich ein Dings hier? Einer, der einen führen kann? Was bist denn du? Wenn ich doch keiner damit führen kann. Was ist denn du? Verkackte AK. Die behalten. Ja, mal sehen, ob es wieder sagt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nee, ich glaube, du musst schon. Ach doch. Kam es gerade. Ja, wenn das auch scheiße ist. Sehr geil. Sind davon abhängig. Hallo Kuklöff. Was haben wir denn hier? Was nüchelst du in deinem Bord, Kuklöff? So, hier ist zu. Hallo Sarov. Hallo. Hallo, hallo, macht er immer. Danke, gezeichnet ja richtig. Du hast geholfen, unseren Verbündeten Kruglöff zu retten. Und um dir meine Dankbarkeit auszudrücken, möchte ich dir einen unserer Arbeitsanzüge geben. Der ist sehr nützlich, wenn du weißt schon, was ich meine. Kann ich noch bla bla bla. Ich suche Labor X16, Wort hat mir gesagt, dass du Informationen über den Lager haben müsstest. Okay. Wir waren schon immer am Labor X16 interessiert, aber vielmehr an dem Mechanismus, der darin die Emissionen erzeugt, die direkt auf das Bewusstsein der Leute wirkt. Aber ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Ohne spezielle Psi-Rüstung kommst du da niemals hin. Wir wissen, was sonst passiert. Selbst wenn du den Horden von Zombies ausweichen kannst, die den Eingang des Labors besetzen, läufst du Gefahr, einer von ihnen zu werden. Das ist alles sehr ernst. Wir haben ein Abschirmgerät entworfen, das die Emissionen abhält. Wir müssen jedoch noch weitere Messungen machen, um die Feinabstimmung vorzunehmen. Wenn du uns dabei hilfst, können wir dich vermutlich mit einem voll kalibrierten Prototypen für die Feldforschung ausrüsten. So. Ich muss erstmal was gucken. Was hat er mir jetzt gegeben? Das ist ein verkackten Dingsanzug. Das wusste ich doch. Davon habe ich doch. Aber er hat Munition. Her damit. So. Aber er hat kein Zielfernrohr für diese verschissene Dings hier. Was kann ich denn dir verkaufen? Auch hier, da kann ich Rotz verkaufen. Da prickelnd. Die ist neu, gell? Wie sehen die aus hier? Die geht noch. Die kann weg. Moment mal. Aber du konntest bei der IL-86. Hallo. Konntest du es nicht? Nee, kann man nicht ziehen. Also, hallo. Gib mir nicht auf den Sack mit deinem Hallo. Könnte man nicht die Dings hier, was ist jetzt? Hallo. Oh, Moment mal, ich sehe ja gerade was.
Sowas aber auch. Steht, dass bei mir der Stream läuft. Das ist sowas Blödes. Das tut doch Ruckler machen ohne Ende. Hallo, hallo. So, komm, handel mal weiter mit mir hier. Was bezahlst du denn? So, die war scheiße, die war scheiße. Die war... Na, mega scheiße. Klipper klar, die Knarre. So. Warte mal, ich hatte noch zwei gehabt, die noch ziemlich neu waren. Mal aufpassen. So, erstmal den ganzen Rotz hier loswerden hier. Na gut, hier, komm. Das ist egal. So, die. Ach ja, die oben waren in Ordnung. So. Davon haben wir eins hier, diesen Kack-Wodka. Den heben wir mal auf. So. Okay. Hier ist ein scheiß Anzug, den kannst du dir an den Hut nageln. Braucht keine Sau. Oder? Aufstehen. So, na hier die fließen weg. Das, die Dinger sind ja voll der Bullshit hier. Wobei, kann man die Kiste legen als Souvenir, weil sie geskinnte, nicht geskinnte, eine umgemodelte ist. So. Okay. Halt zurück. Hallo, hallo. Ja, was kam da jetzt eigentlich? Da kamen. Hallo. Kam da Zombies oder kam. Da kam Zombies, gell? Aber im Nahkampf. Kam hallo, da Zombies. Hallo. Ach man, hör mal auf mit den Hallo, hallo, du kriegst mir ja voll auf den Sack hier. So, was? Bla bla bla. Messungen, in Ordnung, machen wir das. Ausgezeichnet, sprich mit Kuhklopf. Kuhklopf. So, aber diesmal speichere ich ab. Da ist mir schon ein paar Mal draufgegangen, der Pfuche. Professor hat mich gebeten, einen kleinen Ausflug mit zum Messpunkt zu machen. Moment, ich muss mal aufs Klo. Du machst mir die Hosen. Tut mir leid. Bin gleich wieder da. Dauert zwei Minuten. Was haben wir denn hier? Verdammt, nicht schon wieder. Mal sehen.
dringend nötig. Denn jetzt hier auch noch zu kämpfen, wenn ich unbedingt mal hier hin und her rutsche die ganze Zeit auf den Sessel, weil ich unbedingt mal auf den Topf muss, ist auch nicht besonders schön. So, okay. Das Mikrofon sitzt. Jetzt kommen wir zur Sache. Wir wollen sofort aufbrechen. Es wäre nutzlos, allein dorthin zu gehen. Aber mit dir ist das etwas anders. Ich denke, wir werden das schnell erledigen. Achtet nur darauf, den Leichen nicht zu nahe zu kommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Draußen ist es zu gefährlich. Geh du vor. Okay. Schau, dass es euch nicht wieder Zombies labern. Doch gerade hier welche labern hören. Ne? Na gut, geh ich mal hier vor. Upsala. Da fliegt ein Arschloch. Jetzt bitte mal sterben wie ein Mann. Dämliches scheiß Zombie-Vieh. Was ist denn du hier? IL-86 oder? Ach Quatsch, die IL-86 ist auch schon eine Dings hat er. Wo war das der Tunnel? Ach, hier war der Tunnel. Stimmt, die habe ich total vergessen. Bist du hinter mir, Karl Otto? Bleib hinter mir. Dass ich hier in Ruhe erstmal wegräumen kann. Bitte mal sterben, du Arsch! Den hintersten habe ich noch richtig, den vordersten nicht gerne. Ich glaub's ja, wenn ich. Ruhe da hinten. Was hast du, AK? Ah, damit, komm. Ist ja mal einer von euch ein anständiger Schrotflinte oder sowas? Ach, jetzt geht das Gewackelige wieder los. Mal die IL-86 nehme ich. Ich habe so ein ungutes Gefühl hier. Aufzuzucken. Er hat sich rumgezuckt. Um die Leichen. Ist keine Zeit. Dreier sehe ich auf dem Hut. Weg mit dir. Ich bin hier aus Aufräumung, Mann. Da muss noch einer sein. Wo ist denn der Kuhklöff? Wo bist denn du, Herr Kuhklöff? Gezeichneter, wir müssen weiter rein. Hier drin kann ich nichts ausrichten. Na dann geh. Such weiter raus zu kriegen, wo dieser verschissene dritte Zombie ist. Und ich auch noch Schnarks. Wir kommen auch noch Schnarks, gell? Na, warte mal, ich geh mal hier rauf. Das ist ein Überblick. Sitze. Fang, wir können ihn nicht einfach zurücklassen. Lass ihn, wir können nichts für ihn tun. In ein paar Minuten kommt die Eruption. Mit ihm schaffen wir es nicht. Nein, Fang, ich lasse ihn nicht zurück. Wir müssen schnellstens hier raus. Ich habe die Messergebnisse. Jetzt müssen wir nur noch zurück zu dem Bunker. Schieß nur auf mich, du Arsch. Schieß doch auf mich. Ach, was hast du erschossen hier?
Wurde schon tot, bist du verarschen oder was? Ich gehe dann nochmal zurück und hol die Waffen. Auch niemand hier. Du bist nicht schon wieder. Ach man, Trödel, Heini. Kannst du nicht ein bisschen schneller laufen, Karl Otto? Bevor du so aussiehst hier. Brotfresser Kugel. Da kannst du nicht geradeaus laufen. Oh, Granate. Na, finde ich lustig. Zwei. Und das eine ist der Professor. Na komm, geh rein. Strahlenmessung erfüllt. Hallo. Hier, hier und hier. Genauer geht's nicht. In Ordnung. Lass mich den Prototypen justieren. So. Wie läuft's denn so? Bis dann. Halt. Komm, gib mal bei, du Arsch. So. Gib mir einen von den grünen Anzügen, sonst gibt's einen von Helm. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Wenn die Messungen korrekt sind, sollte dir der Prototyp maximalen Schutz vor der Emission gewähren. Das freut mich zu hören. Stocker, jetzt bist du in der Lage, in das Labor einzudringen. Aber wenn du den Emitter nicht ausschaltest, wirst du nicht lange durchhalten. Auch nicht mit dem Schutz vor der Psi-Einwirkung. Wir haben den ungefähren Ort des Emitters ermittelt. Irgendwo in der unterirdischen Einrichtung. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Dieser blöde Reißverschluss reibt jetzt mal Monitorkabel, Dingskabel hier. Vassiljev hat an der Sache mit dem Labor gearbeitet. Vor einer Woche haben er und ein Stalker namens Ghost versucht, dort einzudringen. Ein paar Stunden später haben wir ein starkes Beben gespürt. Und eine weitere Stunde später haben wir ein Signal von Vassiljev empfangen. Es kam aus den Sümpfen, doch das Signal brach ab. Anscheinend ist Vassiljev gestorben. Versuch, seine Leiche zu finden. Er hatte die genauen Informationen über das Labor bei sich und wie man dort hineingelangt. Vielleicht hat er sogar Informationen darüber, wie man die Quelle der Emission deaktiviert. Ich habe dir alle Daten hochgeladen, die wir darüber haben. Es wäre interessant, einen Blick auf diese Dokumente zu werfen. Du meinst also, dass Vassiljev sie hat? Vassiljev. Leicht, auf jeden Fall musst du zunächst Vassiljev Leiche finden. Das ist die einzige Chance, genaue Informationen über die Position des Labors zu bekommen. Der Leichnam des Kollegen Ghost muss sich ebenfalls irgendwo dort befinden. Weißt du, es scheint mir, dass er viel mehr über X16 wusste, als er zugeben wollte. Wenn er irgendwie überlebt haben sollte, naja. Das führt natürlich zu nichts, an dieser Hoffnung festzuhalten. In Ordnung, ich werde es versuchen. So, und jetzt? Hallo, hallo. Nichts mit Hallo, hallo. Was hast du einen Auftrag für mich? Einzigartigen Anzug beschaffen. Teil einer Schnorrgleiche hören. Gerade, ja gut, können wir mal später mal machen. So. Was ist denn, du solchen Vogel hast mir einen Anzug gegeben? Achso, das war dieser Kackanzug, den du mir gegeben hast. Na danke aber auch. Ich wollte so einen grünen Anzug haben. Das war. Die kann weg. Die kann weg. Das Granatwerferteil kann auch weg. War ich eh nicht, oder? Ich lasse es mal da. So, hier hast du noch Pistolen. Halt, welche waren besser? Die oder die? Oh ne, sind dann lieber die hier. So, Muni,
Ach, hier kannst du haben. Zum Abwinken. Diesen Scheiß hier kannst du auch gleich haben. Weg damit. Hau weg die Scheiße. Du brauchst plus Ehen. Das. Strahl plus 5. Ah, ne, Quatsch. Brauchst nicht. Steinblume kann weg. Qualle kann weg. Die hatte ich. Warte mal, Ausdauer. Nee, da ist doch was Besseres. Da hatte ich doch die hier, gell? Ja. Die kann weg. Und davon hebt man 2 auf. So. Ja, hast du schon mal Munition gekriegt? Nee. Achso, das ist trotzdem, ich doch gerade verkauft habe hier. Ja, den Anzug will ich nicht haben. Das ist scheiße. Arschklo, den muss ich jetzt mal anziehen, oder? Oh, wieder ein Hallo, du nervst. Ach, 500 Schuss, das gefällt mir nicht. Ich ziehe nicht mit 500 Schuss in den Krieg. Das ist mir zu wenig. Ja, jetzt drauf zum X16. Zum Labor X16. Ich höre hier Schnorks. Geht das nicht hier oben auch raus? Oh, hier sind auf jeden Fall Mutanten. Hier die Kollegen von da. Ich bin bescheuert, Fraktion. Das kannst du behalten. Was ist denn das hier? Komm her, Schnorki. Komm. Lass uns doch mal drüber reden. Ich brauche doch deinen Huf. Beschieß mich hier. Doch, was beschießt mich hier? Sag mal, die haben sich verkalkt. Ist die Hirn geschissen oder was? Noch einer. Diese scheiß Bische hier. Man stirbt, du blödes Vieh. Achso, ich muss erst zum Hubschrauber, gell? Du weißt die scheiß schöne Ach, jetzt geht das die Art wieder los. Ah, du kannst ja Hirten in dem. Ich du kannst ja Hirten nicht gescheit im Wasser laufen. Fällt mir gerade wieder ein. Mit schönen Schnorkleichen hier. Mich so abgelenkt. Ich war gerade am Schnorkleichen plündern. Wo sind sie? Wo sind die? Das sind meine schönen 2 Schnorkleichen. Ich glaube, ich spinne. Oh, da kannst du dich an die Wasser kaum laufen. Das sag mal. Ich hab doch jetzt mehr von diesen Mistviechern abgeknallt. Ich brauche einen Huf von euch. Reich mir deinen Fuß. Sag mal. Stehst du nicht mehr? Kannst du nicht gespawnt haben? Hier der Idiot, den hab ich. So war das nicht hier gleich. Oh. Spurlos verschwunden, die 2 Leichen. Zwischenwerkleichen. Was ist das hier? Na, ich glaube doch, mein Schwein pfeift. Warte mal, ich bin... Ja, hier ist nicht 2 Kasper.
Nee, ich bin hier, sehen Sie ein bisschen weiter, wenn die müssen weiter vorne liefen. Hier müssen sie irgendwo liefen. Ich war hier an dem Baumstamm, wollte gerade gucken, ob da was drin ist. Ach, genau, das sind sie doch. Komm, Schnork, lass uns reden, lass uns doch reden. So. So, einer von euch wird mir doch seinen Huf reichen, oder? Ich dachte mal, ich bin so an einem. Hab ich doch schon einen Schnorkfuß. Bei dir hat schon einen Schnork geguckt. Ein Schnorkfuß, bei dir hat schon einen Schnork geguckt, gell? Ich hab doch gerade noch einen Grunzen hören hier. Mit den Schnorks hier. Hier, oh, ganz die Schnorke. Okay. Ja, ja, hat man also. Hört mal auf, für mich zu ballern hier, ihr blödes Viehzeug. Oh, Kack. Wurfel klemmt. Na, sag mal. Springt mir die Vieh mitten in die Fresse. Ich muss ran. Ich muss schnell ran. Scheiß Wächter. Ihr seid eh scheiße, ihr Arschlöcher. So. War ja nicht noch ein Schnork hier irgendwo. Ich hab doch gerade noch ihn hier rumlaufen sehen. Schnork, 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 Schnork. Wo bist du? Wo versteckst du dich, du kleines Schweinchen? Hier rum irgendwo? Na gut, dann halt nicht. So, gehen wir mal lieber zum Hubschrauber. Da laufen glaube ich auch noch ein paar von den solchen Vögeln hier rum. Und krallen uns mal das Zeug hier vom, wie ist der? Vassiljev. Oh, irgendwo ist noch einer. Da steckt wirklich ein kleines Schweinchen. Ach, da hinten ist er. Da wie sie sich immer hinter ein bisschen verstecken, die Wunde. Und wieder kein Fernrohr. So, hier muss doch irgendwo die Leiche rum. Ja, hier liegt die ja schon. Wer die Kraft? Die Sonne hier. Ist noch was hier rumliegend. Das Medipack hat ihm wohl nicht mehr genutzt. Wir haben alle Papiere. Wir wissen, wie man die Quelle der Emission ausschaltet. Fahre mit Ghost zusammen fort, in das Labor vorzudringen. Überall erscheinen Zombies. Es ist alles verloren. Ghost ist verrückt geworden. Er wurde wohl von der Emission beeinträchtigt. Ich versuche nur noch, durch die Tunnels zu entkommen. Ich bin jetzt am Sumpf. Aber wo ist der Bunker? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich kann meine Position nicht bestimmen. Keine Antwort von Sacharow. Was ist hier los? Überall Zombies. Und meine Munition neigt sich dem Ende zu. Ja, das war wohl das letzte, was er gesagt hat, bevor er den Arsch gekniffen hat. Tja, so ist das halt im Leben. So ist das halt. Ja. Ach, ich mach erst mal zurück. Ach, geh mal raus, ich sag's über hier. Ich geh erst mal zum Sacharow und drück dem den Huf in der Hand. Den Zombie-Huf. In so einem Kreuz, beim Armeelabner finden wir in so einem Kreuz ein Dings hier. Ein Linder, glaube ich. Noch nicht ganz 100% sicher. Ja. Was sagst du dieser ganzen ne. Na gut, dann verkauf ich den noch. Ach so, nee, warte mal, erstmal entlade ich den Scheiß. Hallo, hallo. Nee, nicht zu entladen.
Also was kannst du gleich so halten? Hallo, hallo. So, ich brauche einen Auftrag. Was war das jetzt mit dem Schnorkgleiche hier? So, bin dabei. Bin wegen des Auftrags hier. Was heißt denn jetzt? Fleischauge und Gravit. Ah, da wollte das Fleischauge. Haha, ich wusste doch, jemand wollte das Fleischauge haben. Ich bin wegen des Auftrags hier, hast du dein Fleischauge. Süßart, jetzt haben wir Süßart gekriegt. Cool, jetzt haben wir es gekriegt. Jetzt haben wir es. Danke, Herr Sacharow. Hallo, hallo. Gib mir mal Süßart. Das wurde aber auch hallo, Zeit. Hallo. Ja, ja, hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. So, was hast du denn für einen Auftrag für mich? Schwanz eines Schattenhundes. Nee, Zeithund haben wir nur. Nee, nee. So, jetzt kriegst du Rotz. Hier hast du Rotz. Das war das Gute, das war das Gute, das war das Kacke. So, hast du Munition in der Zwischenzeit wieder so? Nee. Okay, hallo. Ach komm, ihr hör auf mit den Hallo, Hallo. Irgendwann fängt es an zu nerven. Da macht das ja sogar, wenn du oben auf dem Dach stehst, gell? Na, endlich. Das wird Zeit. So. Wir trotzdem ein paar Schießübungen machen. Das streut auch ganz schön, aber ist noch im Erträglichen. So, halt, Gewehr hier. So, was haben wir hier vorhin hier abgeknallt? Ne, das war nichts. AK kann man mitnehmen. Diese Kackschrotze, die kannst du behalten. Was mache ich erst nochmal hier hinten hin? Weil da wollte ich ja noch die Leichen plündern irgendwie. Oh, das sind zwei. Danach gespawnt ein paar Zombies. Du hattest nichts, da hatte ich schon alles genommen. Du hattest auch nichts mehr. So. Granate. So. Oh, und au. Dingsmunition. 9x39. SA-Avalanche und so, wo hatten wir jetzt noch hier den, ey, wo sind die ganzen Leichen hin? Hier noch eine. Hier hatten wir schon. Da waren noch nicht alle. Ach, hier war noch. Ne, hä? Und die Leichen nicht angezeigt, sehe ich gerade. Wo hatte ich jetzt noch was abgeknallt hier? Oh, ist hier die Schrauben noch eben abgeknallt? Das ist ja merkwürdig. Das ist ja sehr merkwürdig. Na, okay. Gibt es hier gerade eben noch? Auch du Brutus. Gib mir deinen Huf. Reich mir deinen Huf. Herr Schnork. Das war echt. Hier, zwei werden angezogen. Was soll ich denn kennen? Hast du keine Pistole in der Hand? Ich hab gar keine Pistole in der Hand, ich glaube, ich bin. So, hier, mit dir spielen wir ein bisschen. Ziemlich sinnlos, gell? Warte mal. Keine Angst, das diskutieren wir gleich aus, Hauptsache. Die Zielgenauigkeit von der Flinte ist aber. Lass mich mal hier den hinter, damit du mich nicht beschießen kannst, du blödes Vieh. Ich muss eine andere Waffe nehmen. So, ich muss mal Waffen ausprobieren. So.
Die war. Büstenkarotte. Oh Scheiße, ich wollte aus der Entfernung schießen, das ist. Ach, die Tiefe ist ja hoch. Guckt euch das an, das ist ja. Was verschießt denn der hier? Ach, da verschießt Gewehrmunition. Sind doch irgendwie nicht so richtig was. Lebst du noch? Ja, du stehst gleich wieder auf, okay. Aber die zieht zu sehr hoch. Wo ist meine alte Dings hier? Ich steh wieder auf, Karl Otto. Oh, ich dachte, was ist das? Was ist das für ein Problem, hä? Hurra! Das ist ja echt ein ganzes Magazin. Okay, dann gebe ich den Rest. Da kann. Ah, hier. Schön, du hast noch Munition. Ach siehst du, dich hatte ich vorhin vermisst. Das ist mit dir halt, sieht ja eklig aus. So. Du siehst auch nicht mehr so richtig frisch aus, hä? Nee, so richtig frisch siehst du auch nicht mehr aus. So. Warte. Drei habe ich im Hut. Vier. Da hinten ist er noch. Spiel mal mit dem Fass. Och, eine ganze Rotte hier. Ist aber still hier. Ist aber Ruhe hier. Ah. Wo ist der Fort? Ach, die Schmierdreie. Ich höre schon wieder ein. Mann, kann man hier nicht mal in Ruhe eine Scheibe Brot essen? Arschloch. Mit Ruhe. Station Pack. Alt Station Pack. So, wie sagen wir jetzt? 1,5 Stunden. Willst du dich anschleichen, du Sauhacks? Hä? Ach, was ist denn da los? Wo hast du denn deine Waffe gerade hingeschmissen? Ach, die liegt hier irgendwo. Aha. Wolltet ihr euch gerade anschließen? Ach, hier ist das Dach. Kennen wir ja noch aus Clear Sky. So.
Nein, geht was weg. Hat sich nicht gelohnt. Das ist hier unten die Leiche dazu. Die Überreste von irgendwelchen. Ach nee. Doch, das waren auch welche Leute. Hier noch. Ich muss sagen, ich das jetzt gerade sehe hier. Ich muss sagen, das war detailreicher als später nachher Clear Sky. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja, sie war in mehr Details hier, diese Fahrbrücke hier. Ja, diese Kranbrücke hier. Also wieder zwei. Wo denn bitte schön? Fünfe. Sag mal, was hätten die alle? Müsst ihr ja genau. Auch im Übrigen, guck mal hier, der Aufgang zum Dach, der existiert gar nicht mehr. Sechse. Ah, ihr seid alle hier hinten auf der linken Seite, gell? Herr Schnork hat sich wohl schnell gestorben. Gleich mit deinem Fuß. Ich habe gerade noch einen hinten gesehen. Aha. Da hinten. Da bildet auch noch einer rum. Lass uns doch drüber reden, Alter. Mann. Nur diese Feindseligkeiten. Ein Bullat. Ein Bullat. Ich habe gerade einen Bullat-Kampfanzug gekriegt. Was ist das? Gurewitsch. Muss ich mal gucken, ob der Bullet besser ist als mein. Was? Hab ich Gehirn gekackt oder was? Immer noch einer. Irgendwo versteckst du dich, du kleines Schweinchen. Na komm doch her, du blöder Scheiß Schnork. Schon wieder fünf. Reich mir deinen Huf, Herr Schnork. Gar nicht, wo ist er denn? Wo ist denn? Irgendwo hier beschießt mich hier was. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber auf hier mich zu nerven. Und du hörst mir auch auf mich zu nerven. Jetzt sind wir mal bitte nicht auf den Sack gehen. Dämliches Vieh. Nur noch zwei Leute irgendwo. Ach, na gut, schon sein mit. So. Das ist mir von der Schrotflinte nach, dieses Scheißding hier. Also behalte. Hä? Ja. Na, da geht er mal raus. Ich kann mal alles nehmen.
Bist ein Schnork, willst du es wirklich wissen? Dein Kumpel liegt schon hier. War doch kein Huf dabei. Hab dich doch gerade noch grunzen hören. Bist du denn? Was, wo, wer, wie? Wo lang, von wo? Ach da! Da hinten bist du. Du blödes Vieh. Ich den hier plündern will. Wir sind ja geschossen. Warte mal. Ach, da haben wir hier mal den neuen hier. Reich mir deinen Huf, Herr Schnork. Zeig mir mal dein Bein. Es gibt doch, du kannst dich rumwetzen oder wie? So, noch einen. So. Hat keinen Sinn an diese Idioten hier die gute Munition zu verschwenden. So, hier ist noch irgendwo so ein dämlicher Zombie. Wo ist er? Da muss ich hier vorne noch müssen. Wo? Da ist er. So, jetzt durftest du. Hallo? Jetzt darf ich. Oh, schön, dass du Munition gebracht hast, Kollege. Oh, die Sau hat mich fast hier runtergeschossen. Klappt doch eine Spinne. Ich habe noch einen Schnork hier hinten gehört. Ich habe hier hinten noch einen Schnork gehört. Schnork, 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 Schnork. Ich habe doch noch was grunzen hören hier. Knochen, ja. Ja, ich glaube, ich habe sie alle ausgeknipst. Hat sich ausgeschnitten. Okay. Jetzt ist aber langsamer. So langsam Ruhe hier mit dir. Keiner einen Fuß dabei. Was habt ihr seid ihr scheiß Schnork hier? Jetzt wird es der Wind. Ach, hier ist ja noch alles voll mit Elektroanomalien. Bei Clear Sky. Hier liegen ein paar Granaten rum. Die hieß doch nicht L85, die hieß EL86. Die Waffe. So. Wo kommt denn die alle her, ihr Brüder, hä? Oh, war verklemmt. Ist doch gut, mein Freund hier, gell? Reicht aber langsam hier. Oh, reich mir deinen Fuß, Herr Schnork. Gib mir deinen Huf. So. Du siehst aber auch nicht so richtig gesund aus, mein Freund. Das müssten doch jetzt die letzten gewesen sein. Ist schon geplündert, ne? Ja, her damit.
ganz behalten. Ist ja auch schon total vom West. Boah. Da liegen die Beine rum. Da liegen die Beine rum von den Kollegen. Oh, hier geht's ja nicht hin. Ich will in den Roten Wald. Ich will in den Roten Wald. Geht's nicht lang. So. Jetzt muss ich erstmal was gucken. Fuck. Da ist ja beschissen. Scheiße. Ach, das ist doch Beryl. Das ist doch nicht der Bullard. Ich dachte, das wäre der Bullard gewesen. Der ist nicht gut zum Verkaufen. Der ist noch gut zum Verkaufen. Die Frage ist halt, muss ich hier den Anzug anziehen? Nee, da gab es auch noch den Grünen. Und ich glaube, ich habe immer den Grünen angehabt. Oh, das werden wir sehen. So, ja. Ach, hier ist doch auch alles so schnarkverseucht. Oh, Mann, nee, das ist auch tot. Hier war doch auch alles schnarkverseucht hier drinnen. Und mehr Medikit. Nope. Ja, ich gehe erstmal nach oben. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da hier von oben gewesen war. Jetzt bei Château of Chernobyl meine ich. Da irgendwas gewesen ist hier. Das sieht scheiße aus. Die spawnen mal die blöder Dreck hier. Nichts, gar nichts. Trickser, grüß dich. Ach, was haben wir hier? Was ist denn das für ein Artefakt? Goldfisch. Was ist ein Goldfisch gewesen? Ach, hier. Ach, wir haben. Ach, das Ding brauchen wir auch nicht aufzusetzen. Das hat man automatisch. Ach, das war das Ding, was wir von ihm gekriegt hatten. So, war jetzt der Goldfisch. Was war denn das jetzt wieder? Goldfisch? Ach, hier. Was hast denn du gemacht? Gut für die Tonne. Gut für die Tonne. Ja, mehr ist es nicht. So. Ach, hier irgendwie ist nicht weiter, gell? War nur der Goldfisch und dann war hier. Aber Moment mal, hier geht es doch noch weiter. Das Dach. Ja, schon was Sinnvolles auf dem Dach hier oben. Ja, sieht nicht so aus. Auch schöne Aussicht. Eine schöne Aussicht hier. Ah, hier kommen wir ja leider nicht rüber nach in den Roten Wald. Wir nehmen die Abkürzung. So. Moin Moin, Trickser. Ah, ich liebe Explosion zu sehr, als dass ich da vorbeigehen kann. Ich hätte schwören können, hier war noch irgendwo Schnorks. So, nö. Wo ist die Treppe hier? So, Leute, ich mache an der Stelle erstmal mit Stalker Schluss. Und es geht jetzt hier im Stream weiter mit H1Z1. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder dran gehabt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Wenn nicht, dann lasst die Pfoten von den Daumen weg. Ich sage an der Stelle erst einmal Tschüss und weg, euer Sheradan.